hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Zeit für die Menschheit anzuerkennen, was in euch steckt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 20. April 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir geben euch so viel, wie wir in jedem Moment können, aber ihr könnt euch selbst alles geben. Es gibt keine Einschränkungen, keine Begrenzungen, wenn das, was ihr empfangt, von innen kommt. Wir werden immer versuchen, euch dabei zu helfen, die Türen zu eurem inneren Bereich zu öffnen, der euch schließlich alles geben kann und wird. Wir sprechen von allem, was ihr seid, von all euren Gaben und Fähigkeiten und von allem, was ihr euch in der äußeren Welt wünscht. Es ist alles in euch, und das ist nicht nur etwas, das wir sagen. Es ist vielmehr etwas, von dem wir wissen, dass es wirklich wahr ist. Wenn ihr eure Umgebung als eine Projektion betrachtet, könnt ihr euch vorstellen, wie das möglich ist. Alles, was ihr erlebt, kommt von eurer eigenen Energie, der Projektion eures eigenen Bewusstseins. Ihr zeigt euch selbst, was in eurem Inneren ist, wenn ihr die Außenwelt erlebt. Wenn ihr seht, wie sich Menschen streiten, dann gibt es in eurem Leben zwar keinen Streit, aber viele innere Dialoge, die dieselbe Schwingung haben wie der Streit, den ihr beobachtet. Wenn ihr etwas manifestieren wollt, müsst ihr die entsprechende Schwingung anbieten, anstatt die Schwingung des Mangels in eurer Erfahrung anzubieten. Und wir wissen, dass das einfacher ist. Es ist einfacher, außerhalb von euch selbst zu schauen und zu sagen, so ist es nun mal, das ist die Welt, in der ich lebe. Es ist etwas schwieriger, sich einzugestehen, dass dies die Welt ist, die ihr erschafft und projiziert, und es erfordert viel Mut, die Verantwortung für alles zu übernehmen, was ihr da draußen seht und erlebt, und dann etwas zu unternehmen. Sobald ihr erkennt, dass das Unendliche und Ewige in euch ist, müsst ihr alles akzeptieren. Ihr müsst bereit sein, alle Aspekte eurer selbst anzunehmen. Anstatt zu beurteilen und zu kritisieren, wer und was ihr seid, und dann könnt ihr aus allem, was in euch ist, wählen, wen und was ihr aktivieren wollt, und die Wahlmöglichkeiten sind grenzenlos. Sie erscheinen nur dann begrenzt, wenn ihr glaubt, was euch alle anderen über euch erzählen, auch euer eigener Verstand. Euer eigenes Ego kann gegen euch arbeiten, weil es nicht wahrhaben will, dass ihr so viel mehr seid, als ihr zu sein scheint. Fangt an euch selbst und an eure Fähigkeiten zu glauben, alles in die Welt zu setzen, was ihr erleben wollt, und alles zu werden, was ihr werden wollt. Und es wird so sein. Die andere Art zu leben ist eine unbewusste Art, und sie funktioniert nicht sehr gut für diejenigen, die durch das Leben gehen und glauben, dass sie das kleine Ego sind und dass die Welt so chaotisch und verwirrend ist. Wenn ihr erkennt, wozu ihr die Macht habt, dann liegt es an euch, diese Macht zu nutzen. Und weil ihr alle die Fähigkeit habt, euch zu konzentrieren, zu fühlen, zu denken und zu aktivieren, was ihr wollt, wissen wir, dass ihr das könnt und werdet. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.